Jo, hallo, moin zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ja, heute gibt es ein Doppel-Review zu zwei Düften, die ich jetzt diese Woche, habe ich die mal ausgiebig getestet, da habe ich ein bisschen Zeit gehabt, mir ein bisschen Parfüm drauf zu machen. Nase funktioniert auch wieder einwandfrei und jetzt habe ich mal zwei, wie gesagt, zwei Düfte, habe ich gesehen, was, um welche Düfte es da geht und ob mir die Düfte gefallen, ja, das erfahrt ihr logischerweise in diesem Video. Ich will mal sagen, ich fange mal mit dem Ard al-Zafaran an und zwar, ja, könnt ihr ja sehen hier, das Review oder über den Ard al-Zafaran, das wird ein bisschen kürzer, aus dem einfachen Grund, weil der Duft eine gewisse Ähnlichkeit besitzt mit dem Latafa Assad. Das habt ihr ja auch schon, ich weiß nicht, ob ihr das Video von dem Stefan geschaut habt, der hat ja den Duft ausgiebig vorgestellt. Da könnt ihr euch auch nochmal das Review genau angucken, welche Unterschiede es da geht. Ich zeige euch mal den Duft oder beziehungsweise jetzt erstmal die Präsentation pardon, von dem Karton. Das ist hier absolut edel gemacht, das ist so Sand, ich weiß gar nicht, ob man das richtig hier sieht, ja. Ah, jetzt. Massive Box. Karton, ja, logisch, klar. Aber nichtsdestotrotz, absolut wertig, wertig gemacht. Da oben nochmal das Logo. Da unten dann nochmal die Beschriftung hier. So, der Duft selbst. Ist schon ein geiler, absolut. So. Oder doch, anders da. es ist ein absolut, ja, ein absolut geiler Flakon, wie ihr seht da mit dem Adler. Da die Beschriftung. Der Flakon ist absolut, der ist richtig massiv, massives Glas, ne? Da auch nochmal diese Beschriftung hier, ne? Könnt ihr euch angucken. Also es ist schon auch hier da die nochmal die Adlerornamente. Das ist absolut schon komplett hochwertig gemacht. Der Deckel. Würde ich jetzt sagen, ja gut, es ist vielleicht eine Plastikkappe. Ja. Aber trotzdem absolut nett, ne? Mit dem Adler. Ich habe, wie gesagt, ich habe den Duft, habe ich zweimal drauf gehabt diese Woche. Und konnte den, oder beziehungsweise habe Zeit gehabt, den ausgiebig nochmal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Im Wesentlichen stimme ich mit dem Review, das der Stefan gemacht hat, überein. Es gibt dennoch ein paar Unterschiede, ja, würde ich sagen. Ja. Wenn man die Duftpyramide liest, da haben die Düfte eigentlich, glaube ich, kaum was gemeinsam. Da ist bei dem Assad, ja gut, da ist schwarzer Pfeffer, Ananas, Tabak in der Kopfnote. Bei dem Ard al-Zafaran, der hat Kardamom und Bergamotte. Also was ich jetzt so ad hoc festgestellt habe, also die eigentlich im Prinzip ist es mit ein paar Worten, sind die Unterschiede eigentlich gesagt. Der Assad ist in meinen Augen ist ein bisschen frischer, fruchtiger. Er hat auch ja, wie gesagt, diese Ananas in der Kopfnote.
Und insgesamt hat der ein bisschen eine ausgeprägtere Cola-Note. Die Düfte sind an sich sehr, sehr ähnlich. Also, ich will jetzt, ja, ich will nicht sagen, dass der Latafa besser ist. Das ist einfach eine Ansichtssache. Der Art al-Safaran, der ist in meinen Augen ist ein bisschen würziger. Der hat eine würzigere Note, ist ein bisschen orientalischer, wie ich finde. Und hat eine ausgeprägtere Rauchigkeit. Der ist ein bisschen rauchiger. Ansonsten ähneln die Düfte sich, kann man sagen, fast, ja, so will ich mal sagen, 30, 50, ja, so ungefähr vom Verhältnis her. Also, mir gefällt persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, der Assad etwas besser. Wenn er jetzt mal vom Preis ausgeht, also ihr bekommt, ich glaube, der Assad, der kostet momentan 21, aber der liegt, oh Moment, ich kann ja mal nachgucken, kann ich euch auch sagen, ja, der liegt bei 20 Euro, also es ist fast der gleiche Preis. Also, um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, der Art al-Safaran ist in meinen Augen, der ist ein bisschen würziger, hat eine würzigere Kopfnote und hat ein bisschen, ja, so ein bisschen ausgeprägtere Rauchnote. Der Assad ist in meinen Augen einfach ein bisschen frischer, fruchtiger und hat vor allen Dingen eine stärkere Cola-Note. Die Cola-Note kommt auf jeden Fall besser raus. Sind beides eigentlich klasse Düfte. Ob er jetzt den hier kauft, ich meine, das müsst ihr selber entscheiden. Oder ob er beide kauft, die kosten beide nicht viel. Sind beides eigentlich, ja, klasse Düfte. Aber die Unterschiede sind wirklich marginal. Ihr könnt ja, wie gesagt, guckt euch mal das Review von dem Stefan, Kanal Stefans Dufteplaudereien an. Der hat es ausführlich, hat er den getestet oder hat beide Düfte vorgestellt. Und ja, das soll es eigentlich auch gewesen sein für den Duft. So, jetzt kommen wir zum nächsten, den Rugba for Man. Also hier auch Präsentation der Karton, der gefällt mir jetzt nicht so besonders. Das ist zwar auch ein stabiler Karton, ja, Silber. Kann man lassen. Aber hier, der Flakon ist sehr schön gemacht. Ihr könnt es sehen, da ist so ein bisschen die Schrift, die arabische Schrift. Das ist so invers, aber ein bisschen, ja, so erhaben dargestellt, ne? Ja. Aber ich würde auch sagen, hier Plastik, ja, allein vom Preis her. Der Duft hat 11 Euro gekostet, ne? Also whatever, was soll's. Hier zu dem Duft kann man eins auf jeden Fall sagen. Der hier hat eine gewisse Ähnlichkeit, ja, mit dem Cool Water. Hier finde ich die Kopfnote ein bisschen, also ich würde es mal so ausdrücken, ein bisschen kratzig, synthetisch. Ja, also das merkt man auf jeden Fall. Der hat, kann ich euch mal vorlesen, in der Kopfnote hat er Ananas, Bergamotte und Veilchenblatt. Also ihr bekommt auf jeden Fall halt so eine gewisse Zitrusfrische, aber eine, ja, wie ich finde, halt eine synthetische Zitrusfrische. Ihr habt dann in der Herznote habt ihr Jasmin, Lavendel und in der Basisnote habt ihr Sandelholz, Eichenmoos, Tonkabohne und Vanille und weißer Moschus. Also Fakt ist, der hat hier schon einen Duftverlauf, was ich am ersten Tag, wo ich den drauf gemacht habe, habe ich den das gar nicht so gemerkt oder da ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber der hat dann, als ich den am zweiten Tag mal drauf gemacht habe, hat er so eine,
ja, im weiteren Duftverlauf hat er so eine Vanillenote drin. Hab mich dann gefragt, wo die Vanille herkommt. Ja? Also, wie das zustande kommt mit der Vanille. Aber das liegt anscheinend an dem Duft. Ne? Der hat, wie gesagt, die Kopfnote ist da nicht so schön. Also, ja, das Opening, das ist für mich, also für meinen Begriff, recht synthetisch. Also, da ist wahrscheinlich auch Ambroxan in der Kopfnote drin. Das ist so eine Weichspüler-Kopfnote. Gefällt mir nicht so gut. Aber ganz ehrlich sagen, als ich den das erste Mal beim Auspacken oder beim Unboxing, wie man so schön sagt, mal gesprüht habe, da hat er mir wesentlich besser gefallen. Aber als ich den jetzt gestern, vorgestern, hatte ich den mal auf der Haut, da hat er mir jetzt gar nicht mehr so gefallen. Würde ich mir den Duft jetzt zulegen? Also ich glaube jetzt vielleicht wegen dem Flakon, ja. Der Preis, also vom Preis her, der kostet 11 Euro. Wenn er euch jetzt, es gibt also so viele Cool Water Kopien, die, wie ich finde, besser sind. Auch das Original Cool Water finde ich jetzt noch nicht mal so synthetisch mit der Kamera hier. Der ist, in meinen Augen, ist ein bisschen arg, hat da so ein bisschen eine arge Synthetik drin. Er wird, wie gesagt, im weiteren Duftverlauf wird der Duft schon angenehmer, süßer, Vanille. Allein durch das Sandelholz und die Vanille wird der einfach weicher, was ich jetzt am Anfang gar nicht so gemerkt habe. Nichtsdestotrotz ist jetzt kein unbedingtes, also kein Must-Have-Duft. Ihr könnt natürlich, ihr könnt den für knappe 10 Euro oder 11,50 Euro kann man sich den Duft zulegen, allein schon von dem Flakon her, ja, macht der Duft absolut was her. Aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Duft, den man haben muss. Da gibt es also von Latafa teilweise, also eine teilweise gibt es wesentlich bessere, ja. Wie gesagt, wenn ihr den hier habt, den Art Al-Safaran, den finde ich jetzt gelungen auf seine Weise, aber er ist sich doch, wie gesagt, dem Assad recht ähnlich. Guckt euch ruhig das ganze Review beim Stefan mal an. Im Wesentlichen, wie gesagt, stimme ich der Sache überein, dass die Düfte sich doch sehr ähneln, ja. Jo, Leute, das soll es gewesen sein. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bestimmt dieses Wochenende nochmal wieder. Also macht's gut, gell? Tschüss.